Hey Jungs, heute mal ohne Facecam, aber dafür trotzdem vier krasse Sniping-Filter, unter anderem ein effektiver für die Web-App. Let's go! So, jetzt hier, während ich dieses Video gemacht habe, habe ich gesehen, dass jetzt hier die gesamte italienische Liga, also die LVs, echt gut gehen. Also man kann hier schon viele snipen, Kolarov, Biragi, wen gibt es denn da noch alles? Asamoah und so weiter und so weiter. Das sind jetzt die Rare-Spieler, sind noch einige Non-Rare auch dabei. Und wir gehen jetzt auf die gesamte Masse. Ich glaube, die gehen auch so für 1,6, 1,5 weg. Also für 1,6 gehen die nach einer halben Stunde weg. Und für 1,5 gibt es gar keinen auf dem Markt. Das heißt, ab 1,3 würde ich jetzt hier anfangen zu snipen. Und hier gehen wir auf die gesamte Masse. Und da kommen die Karten auch sehr häufig für 1000, 1200, 1300 rein. Versucht auf jeden Fall da welche mitzunehmen. Hier Hernandez für 1200 leider nicht bekommen. Aber die kommen echt häufig rein. Versucht auf jeden Fall diesen Sniping-Filter. Ich finde den mega geil. Ihr könnt es auch versuchen hier auf die zu bieten. Also ich würde euch empfehlen maximal 1300 zu bieten. Und schaut, dass ihr die Preise immer wieder vergleicht. Weil die können sich stündlich ändern. Also die ändern sich sehr, sehr schnell. Immer wieder abchecken, Preise vergleichen und so weiter. Dann macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. So, ein weiterer sehr effektiver Filter, Qualität Gold, italienische Liga, Inter Mailand. Und da ist es so, da könnt ihr die Spieler für 1500 verkaufen. Und die kommen sehr, sehr häufig, sehr günstig sogar rein. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Hier direkt einen für 1200, leider nicht bekommen. Hab schon ganz viele gesehen, die für unter 1000 Coins reinrutschen. Und versucht es da auf jeden Fall so viele wie möglich zu snipen. Ihr seht hier schon der zweite, hier Sanchez habe ich diesmal bekommen. 1500 gehen die weg und easy win. Also funktioniert echt richtig gut, finde ich. So, ich probiere es jetzt noch ein paar Mal, dass ihr seht, dass hier relativ häufig reinkommen die Karten. Da wieder einer für 1200 auch wieder bekommen. Also Inter Mailand funktioniert echt richtig, richtig gut. Wegen Bieten habe ich jetzt so gar nicht ausprobiert, weil ich die eigentlich nur gesniped habe, weil Snipen allein hier schon sehr effektiv ist. Komm, einen nehme ich noch mit. Vielleicht rutscht ja noch einer für unter 1000 Coins rein. Und wieder 1200. Aber ihr seht, die kommen eigentlich schon häufig rein. Das sind halt immer über 200 Münzen pro Karte. So, Qualität auf alle Liga, Bundesliga, Club Paderborn. Und hier ist es so, die Karten gehen für 800 Coins aktuell weg. Vergleicht immer die Preise. Ich würde euch empfehlen, so ab 650, 700 anfangen zu snipen. Und dann für 800 zu verkaufen. Jetzt zeige ich euch einen Sniping-Filter, der ideal für die Web-App ist, weil da seid ihr schneller beim Snipen. Und zwar Qualität Gold, Position Torwart, englische Liga. Und da gehen wir auf die Brasilianer. Und zwar können wir hier diese Keeper snipen, Alisson und Ederson. Und zwar auch die ganzen Special-Karten sind dabei von diesen beiden Karten. Das heißt, wir schauen jetzt mal, was die aktuell kosten. Wichtig ist halt, den Mindest-Sofortkaufpreis auf 10.250 zu stellen, weil dann filtert ihr die ganzen kleineren Karten raus. Und jetzt schauen wir mal, was die aktuell so kosten. Vergleicht auf jeden Fall immer wieder die Preise, weil die variieren so stark. Und ihr müsst halt immer wieder die 5% EA-Gebühren einkalkulieren. Weil das ist schon einiges, was es ausmacht. Also ich würde die Karten hier für 29 stehen, die hier drin, für 28.057 würde ich verkaufen. Das heißt, so ab 26,5 würde ich versuchen, die zu snipen. Da müsst ihr auf jeden Fall probieren, dranbleiben. Es kommen hin und wieder echt richtig gute Schnäppchen rein. Ich habe mit der Methode schon einige gute Keeper schon gesniped gehabt. Aber das ist halt eine Methode, die halt eher für die Web-App geeignet ist. Versucht es aus. Könnt ihr mal gerne unter die Kommentare schreiben, ob ihr den einen oder anderen Keeper gesniped bekommen habt. Wäre auf jeden Fall nice. Und ja, viel Spaß beim Snipen. So, dieses Video war jetzt echt sehr, sehr kurz gehalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Lasst auf Ehren ein Abo und ein Like da. Schreibt unter die Kommentare, gebt mir ein Feedback. Würde mich freuen. Ich bin somit raus. Arrivederci.